Oh, hallo, herzlich willkommen. Es geht gleich weiter mit Laboranten in Position. Aber vorher, jetzt geht's für 4 Tage, gibt's planetarer Riss, eigentlich 5 Tage so gesehen. Und zwar kann man in Universumsimulationen, da wo man diese Plan, wie heißen die? Planoramamente bekommt, also diese Zweierset-Relikte da, da bekommt man jetzt doppelte Belohnung. Also es ist empfehlenswert, jetzt halt jeden Tag da einmal hinzugehen. Such dir eine Welt aus, die, ja, die für dich halt einfach ist. Und natürlich, wo du auch das gebrauchen kannst, was dabei rauskommt. Und dann würde ich jetzt empfehlen, mach das einfach so. Geh bis zum ersten Elite hin, hol die Belohnung. Geh zum zweiten Elite hin, hol die Belohnung. Bleib dann da stehen. Und dann machst du am nächsten Tag weiter. Weil wenn du nämlich zum Boss hinkommst, vom Boss kannst du nämlich 2 holen. Also ich meine, du kannst auch bis zum kurz vom Boss hinlaufen und dann halt ausmachen. Aber halt, dass du am nächsten Tag, dann machst du nur noch den Boss. Kriegst direkt, kannst direkt 2-mal holen. Also wenn du einmal geholt hast, kannst du nochmal direkt hinterher. So, das ist eigentlich ganz einfach. Und die hier, ja, hol sie dir einfach mit den Trailblaze-Kraft, die du hast. Fertig. So, jetzt habe ich 8 Stück. So, und für das Event reicht das jetzt. Also, ne, man kriegt dann schön doppelte Belohnung. Wunderbar, kann man sich nicht beschweren. Ne, so viel dazu. Und jetzt geht's weiter mit Laboranten in Position. Wir sollen jetzt unser Experiment hier weiter fortführen. Welches auch immer das jetzt sein wird. Die Arbeit im Labor. Hey, ich überlege gerade, ob ich nicht noch ein paar Avantgarde-Forschungen machen und mich in weniger bekannten Studienbereiche vorwagen sollte. Du bist auch schon ziemlich avantgardistisch. Oh, das sind Wörter, die kenne ich gar nicht. Tatsächlich, haha, ich schätze, du hast recht. Der Teamleiter meinte etwas Ähnliches, als er mich gelobt hat. Aber letztendlich kann ich mich mit den aktuellen Ergebnissen nicht zufrieden geben. Was ich brauche, sind neue Ideen. Deshalb habe ich viele Quellen zu Rate gezogen und ein Experiment gefunden, das nur mit deiner Hilfe durchgeführt werden kann. Die Probe für das Experiment stammt von einem pummeligen Roboter. Ich selbst habe ihn noch nie zu Gesicht bekommen. Aber für dich sollte es doch kein Problem sein, ein paar Probematerialien zu besorgen, oder? Zusätzlich zu den Materialien, die mit diesem Roboter zu tun haben, brauche ich noch etwas meteoristische Legierung. Das werde ich dir überlassen. Okay. Ja, wie immer, die Sachen sind sehr einfach. Ja, das kriegt man überall hier von den ganzen Roboterviechern. Kein Problem. Und hier Legierung, ja, Robotersiedlung kann man finden, zerstören, Laden kaufen. Also alles auf dem Ostplaneten. Ganz einfach. So, einreichen. Automaton Grizzly, sehr schön. Abholen, tada. Sehr schön. Und fertig, dieser Bericht ist perfekt. Sobald ich ihn in den Teamleiter vorgelegt habe, werde ich mich auf das nächste Experiment vorbereiten. Ja, das tun mal. So, jetzt gucken wir uns das noch einmal an. Hier, wo waren das? Das Unbekannte, na siehste. Also 2 Stück sind noch vor uns. Noch einmal der Grizzly und dann kommt, ja, was dann kommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.